Hinten am Arsch, hinten am Arsch. Hinten am Arsch. Ja, ha. Ist der, wo ist der Arsch? Ah, hallo, herzlich willkommen zu EDF. Das ist die Defense Force. Hinten am Arsch ist so ein Blaster-Kanonen. Ich bin völlig beschäftigt mit diesen anderen Blaster, den müssen wir abschießen. Oh Gott. Ah. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir spielen. Ja, das fasst ganz gut zusammen. Oh Gott, ich habe nur noch 17 Energie. Wir sind mittendran. Wir haben gehofft, dass es jetzt leichter ist. Es ist es nicht. Aber selbst auf normal ist es ganz schön kacke. Es ist ein heftiger Endgegner. Wir versuchen zu überleben. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und wo ist dieser blöde, dicke 8080 jetzt schon wieder hin? Der ist doch so groß, dass man ihn gar nicht übersehen kann. Wieso finde ich den da nicht? Ist er. Ja, ist weit schon. Ist er hinter den Hochhäusern oder? Weit weg von uns. Ach da, okay. Aber wir haben ihn echt. Eben gerade gab es nur Explosionen. Aber der sieht schon majestätisch aus, wie er da so steht. Mhm. Aber es ist eine harte Mission. Ich brauche dringend Energie und ich weiß irgendwie nicht, woher. Das ist echt ein bisschen sparsam, ne? Ja, die UFOs haben scheinbar keine Energie abgegeben. Und da fragt man sich natürlich schon, okay, wo soll ich sie denn herkriegen? Voll der Dicke. Hector, hast du Hector? Ich weiß gar nicht, was Hector ist. Hector sind die Roboter. Ei, kommen wieder neue Flieger aus dem Arsch. Lukas ist offen. Oh Gott, das sind so viele. Ah, das ist nicht gut. Also wir haben hier eindeutig irgendwas sehr Schlechtes. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich auch noch warten. Blöder, dicker Ballermann. Ach, die Luke ist wieder zu. Ja, wir müssen. Dann versuche ich jetzt die Arschpimmelkanone wegzuballern. Wo ist denn die? Ich weiß gar nicht, ich sehe. Du sagst es immer, aber ich sehe die nicht. Aber ich werde auch immer wieder getroffen von irgendwas. Mhm. Aber ist das nicht. Ist die nicht vorne und nicht hinten? Nee, die müsste an seinem Hintern sein. Also irgendwie. Glaube, ich guck mal schon mal bei mir rechts. Welche? Da ist keine. Da ist nichts. Komisch. Aber ich kann ihn da hinschieben. Ach, Moment, ich sehe es so an seiner Brust, an seinem Bauch sozusagen. Ja, weißt du, da wo der rote Knopf Solarplexus wäre. So der Solarplexus sozusagen. Ich glaube, ich habe das selber gesehen wie du. Diese Schilder sind halt auch. Ah, ja. Du kommst nicht durch die Schilder durch. Ne? Man muss sich genau unter ihn positionieren, um ihn wegzuballern. Gott. Nee, ich habe sie nicht. Oh, Kacke mit den Raketenwerfern, da komme ich nicht klar mit denen. Ich habe leider auch eine furchtbar schlechte Waffe, zumindest für meine Kompetenz in diesem Spiel. So optimal. Ich versuche der Waffe alles zu geben. Aber nein, das will nicht. Und der Plasma-Launcher lädt so langsam nach. Lebst du noch? Oh, rechts. Gut. Okay, sie ist weg. Gut. Wir machen Fortschritt, ich bin weg? Tot. Ist sie weg? Du bist tot? Ja. Nein. Aber geh nicht zu mir, ich bin direkt runter. Das ist kein gutes. Ja, aber ich muss dich doch. Ja, lass dir ein bisschen Zeit. Ich kann es unmöglich alleine schaffen. Mach auf jeden Fall mal die kleinen UFOs. Völlig unterpowered. Und den Mac. Nö, auch noch Hektoren. Simon, ich will das hier nicht alleine machen. Du musst. Oder du gibst mir schnell Energie. Das geht einfach nicht. Dieser dämliche Raketenwerfer, der kann ja nichts. Das ist so krass. Ich komme zu dir. Ich hatte mal eine Waffe, da hat ein Schuss gereicht für diese Hector. Da vor allem nur hoch. Oh Gott, du schaffst es nicht mehr. Weil du keinen Wingsuit hast. Was? Wo? Warum? Achtung! Alter! Oh Gott! 65, es reicht schon nicht mehr für mich. Ich seh dich. Rette dich. Ich seh dich. Hau ab. Geh weg. Ich hau ab. Ich bin. Sechs hat er nur noch. Geh weg. Bist du? Ja, ich bin weg. Lebst du noch? Ja. Okay, gut. Aber du bist gleich tot. Ich bin tot. Ja, und jetzt muss ich dich retten und ich habe nicht mehr genug Energie. Ja, jetzt hat sich das Spiel umgedreht, nur dass wir beide weniger Energie haben. Kann ich nicht einfach in eins dieser Gebäude und einen anständigen Job lernen? Moment, Energie. Ja. Ich sammle ein bisschen Energie und dann hole ich dich wieder. Das ist irgendwie, so kommen wir da auch noch nicht weiter. So kommen wir da nicht weiter. Das geht so nicht. Ich habe auch nicht genug Energie, weil die Waffe so viel Energie frisst. Das ist alles schlecht. Oh Gott. Der Monster reicht eigentlich für einen Hector. Reicht aber der? Sie lädt sich halt nicht auf. Ja, siehst du, wie er fällt? Ja. Aber was mache ich denn hier? Wäre vielleicht eine Strategie, zu versuchen, die von weit hinten irgendwie wegzukriegen, ne? Ey, es sind so viele! Ja. Also ich würde fast sagen, du versuchst Abstand zu gewinnen und dann erstmal die Hektoren... Ich laufe nur rückwärts und versuche irgendwie... Platz zu machen. Ich muss fliegen, ja, aber ich gleichzeitig schießen. Ja. Oh Gott, bitte lade dich auf! Das ist der Nachteil an der Monsterwaffe. Die hat eine komplette Flugenergie weg.
Ich fühle mich wirklich wie durchgenagelt. Das ist so, man wird so gegangraped. Ich fühle mich das auch völlig durchgebumst, ja. Übelst brutal. Was machen wir jetzt? Mach mal bitte genau zurück, so. Oh. Okay, nee, also ich komme mit der Klasse nicht weiter. Müssen wir mal eben, ich glaube, dann nehme ich auch mal Wing Diver eben. Ja, lass uns ja, das, ne? Diese eine Mission jetzt mal die anständig machen mit simplen Waffen, die ja. Wumms haben. Was sagt denn der Chat? Ja. Vielleicht kennt sich hier mal jemand im Chat aus, der okay. so ein bisschen EDF bewandert ist und kann uns Waffen empfehlen jetzt für dieses Level. Oder auch, welche Klasse wir nehmen sollten, was seiner Meinung nach die beste Kombination ist. Problem, ich würde gern eigentlich Dingsbums nehmen hier, den Air Raider, aber der hat noch gar nichts. Da ist nichts da. Wir haben so eine Howitzer, ja, das ist so an, eine Granate, die einen sehr großen Radius macht. Der hilft uns. Hilft der uns? Also du weißt es besser als ich und ich denke mir, bei jeder Waffe, die ist eigentlich gut. Und dann sagst du, nee, die ist scheiße. Der kommt bei den, ja, ist halt, man muss halt immer passend auswählen. Ja, man merkt es ja auch dann, wenn man es probiert, viele Waffen sind nicht so gut. Es ist einfach so. Oder man muss sie besser benutzen lernen. Diesen Laser 2000 oder 200, den du hast, den finde ich ganz gut. Ich nehme den Thrust für die Hektoren. Okay. Und ich nehme Monster für... für das große Baby, für den AT-AT. Was nimmst du? Ich guck gleich nochmal. Hast du die eigentlich mal probiert, hier diese LR? Ja, das ist 37? Die, die ich bei den Spinnen so gerne eingesetzt habe. Ist sie gut die, oder was? Ja, eigentlich ist sie gut, aber die ist komisch zu bedienen. Aber die ist gut. Ich bleib bei Monster. Okay. Ja, die Monster mag ich nicht mehr, nee, die will ich weghaben. Nehme ich lieber dafür hier die. Nehme ich die. Naja, es stimmt und schon. Es ist ein Problem, dass man danach echt. Nicht mobil ist, ne? Und dann braucht man auf jeden Fall ja, entweder eine Häuserschlucht, wo man sich ja. so ein bisschen vor den Schüssen schützen kann, oder man braucht, ja, ich weiß nicht, so eine Unterführung oder sowas, irgendwas, wo man wieder seine Energie nachladen kann. Ja, wir werden sehen. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen besser damit klar. Oh ja, das sagen Leute was ich auch finde, die GUI, also hier diese, die Menüs sind super hässlich. Die sind wirklich extrem hässlich, da hat sich keiner auch nur im entferntesten Gedanken gemacht, meiner Ansicht nach. Man hätte es doch wie ein Insekten-Hive oder so oder irgendwie ein bisschen ja, besser anordnen ja. können. Ja. Es wirkt auf mich immer sehr egal. Und ich finde auch, dass hier rechts, was da also alles reinragt, beim HUD ist mir auch immer zu viel. Ja. Muss ich alles gar nicht wissen. Also zumindest nicht so dick. Doch, man braucht alles. Ich kann ja, aber es kann ja auch viel kleiner sein. Es ist so voll groß. Okay, ich schieße in den, was auch immer es ist. Sehr gut, sehr gut. Oh, das sieht gut aus. Ja, Bein damit. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist gerade. Kackbein, die war nicht direkt. Sehe nichts. Okay. Getroffen, alles klar. Wieder wegkommen von da unten, das ist ein Problem. Einmal da reinschießen, okay, aber was dann? Oh Gott, die Hochhäuser, alles stürzt ein. Okay. Direkt vor mir. Ich check mal, was mit den Hektoren geht. Ich glaube, der ist sogar schneller als ich. Oh, ich bin in seinem Inneren gefangen. Oh, das könnte aber... Ich glaube, ich habe hier gerade... Ein Hector ist down. Boah, die Thunderbow finde ich super. Ja? Die möchte ich gerne immer wieder... Aber schafft ihr auch was gegen die Roboter? Es explodiert. Es kommen vier große... Oh, ich bin tot. Okay, das ist der zweite Part, den ich noch nicht hingekriegt habe, das Überleben. Aber die Waffe an sich funktioniert voll gut. Du müsstest mir leider Energie geben. Das tut mir echt leid. Ja, ich versuche noch die Hektoren wegzumachen, weil... Zwei habe ich schon. Eieiei. Voll den Arsch. So. Okay, alles klar, ich komme zu dir. Ich hoffe wirklich, dass niemand aus diesem Material irgendwas Obszönes schneidet. Wir haben ja allein jetzt schon genug gesagt, weiß ich nicht. Dann bringen die Leute nicht mehr mal hin. So, oh, jetzt. Okay, ich schieße auf die Arschkanone. Ich auch. Da ist sie. Okay. Arschkanone getroffen, aber. Oh, stirbt der gerade? Stirbt der gerade? Kaputt? Nein, die, ah, okay. Das war nur die Arschkanone. Na gut. Gut. Aber es ist ein Schritt. Es ist ein Schritt für die Menschheit. Genau, ein Schritt in die richtige Richtung. Siehst du, und das ist mal mit dem Vierbeiner jetzt. Ja. Ist der uns überlegen? Nein. Ich würde sagen, nein. Er ist nur größer. Und erst recht hat er keine Chance gegen 69 Beine. Wir sehen vielleicht noch einen neuen. Gibt es sowas wie heißen die, Tausendfüßler? Nicht in diesem Spiel. Schade. Nee. Gibt es wirklich nur Spinnen und Ameisen und Roboter und Max und UFOs? Also in 2025 gab es ja noch Drachen, ne? Drachen, ne? Die hätte ich auch rausgenommen. Ja. Drachen will keiner.
Drachen? Drachen gab's auch. Keine Drachen. Oh shit. Oh oh. Oh shit. Richtig viele. Oh shit. Aber ich habe so einen Electrocuter, der ist ganz gut. Zu viele. Oh, ich habe eine tolle Waffe gerade, glaube ich. Ich sehe überhaupt nichts. Ist wieder der Thunderbow. Der ist besser, als ich am Anfang das gedacht hätte. Thunderbow. Siehst du das bei mir? Nee, zeig mal. Der macht einfach so eine Art Homing. Der spratzt einfach und du musst gar nicht so viel zielen. Ich muss nicht zielen. Der spratzt mehr oder weniger immer in die Nähe. Ja. Und er trifft auch 3, 4 auf einmal, wenn er will. Toll. Okay, im Moment ist ja ganz gut, ne? Hoblich, wir hätten auf hart stellen sollen. Wir haben nichts. Alles cool. Wir sind keine neuen Dinger. Wir schaffen es. Er wird fallen. Der große Reiter wird fallen. Geht die Lunke wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Ich baller einfach weiter auf den drauf. Nee, das bringt ja nichts. Ja, aber es macht Spaß. die Luke ist zu. Die Luke ist zu. Die Luke ist zu. Kennst du nicht das Lied? Die Halle davon? Das hast du dir doch nur ausgedacht. Die Luke ist voll. Ja, die Luke ist zu. Die Halle davon. Die Halle davon, ich weiß nicht genau, nein. Ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt machen müssen. Ich warte einfach, ja. Da passiert nichts. Ich bin mir nicht sicher. Wir belauern uns gegenseitig. Aber vielleicht ist es auch nicht so gut, unter ihm zu sein. Und vielleicht zertreten. Ah, die Luke, sie geht auf. Oh, oh. Da geht sie auf. Oh, reingehauen. Und raus kommt nur Zerstörung. Oh. Der Thunderbow. Oh, ich muss wieder aufladen, scheiße. Oh. Wahnsinn. Das fühlt sich richtig gut an. Jetzt muss ich nur mal in der Luft bleiben. Oh. Sodass ich nicht immer direkt verrecke. Könnte noch mal schießen. Oh, wie das aussieht. Scheiße, ich muss weiter nach vorn. Absolut befriedigendes Gefühl. Scheiße. Nein, Luke ist zu wieder. Nee, jetzt ist zu. Kacke. Aber das war gut. Kacke. Das haben wir gut gemacht. Meinst du? Ey, wir sind beide nicht gestorben. Ja. Und es sind nicht so viele UFOs draußen, wie ich gedacht hätte. Ja, wahrscheinlich müssen wir das nochmal wiederholen und dann haben wir ihn vielleicht. Aber ist schon kolossal, das Teil, ne? Ah ja, ich hab's auch gesagt, das macht Spaß. 300 Meter oder so? Ich hab keine Ahnung. Wir können ja ein Boot machen. Wie groß ist der Koloss? Da muss er nicht alles, 400 Meter, nicht alles voten lassen. 273 Meter oder 666 Meter. Die also Zahl des Teufels. Ein Vote, den ich gerne hätte, wäre, welche Klasse den Zuschauern am besten gefällt. Obwohl, oh ja, das stimmt. Aber die drei Klassen, wie heißen die nochmal? Ranger, Air Wing und. Nee, Quatsch, ich weiß es nicht mal. Nee, Ranger, Air irgendwas? Air Diver. Ranger, Air Diver und Wingman. Und Fanstar gibt's noch, die vier. Die vier gibt's? Ja, obwohl es kennen ja nicht alle Leute EDF. Vielleicht müssen wir die Abstimmung erst machen. Ja, der ganze Vote ist Quatsch. Alle vergesst diesen Vote, ignoriert den Vote. Der Vote ist annulliert. Achtung, es kommen Max. Wie heißen die Helmuts? Nein. Ey, du stirbst gleich. Die Helmuts kommen. Du stirbst gleich. Vorsicht, ich hab hier noch einen. Oh Gott. Helmut. Gerade jetzt. Helmut. Wo die aufgeht. Oh, Luke. Siehst du das bei mir? Ich habe ihn. Luke ist offen. Ich habe ihn. Jawoll, danke. Oh nein. Oh bitte. Ach, scheiße, zu wenig. Das muss reichen. Nee? Ist ganz geil. Du haust da ganz gut rein. Ja, aber es bringt nichts. Sieh aus. Hau. Komm her. Mehr als Thunderbow. Hast du noch einen? Er lädt nicht nach. Jetzt. Ich versuche auch noch einen reinzujagen. Genau jetzt. Nein. Oh, bleib er ist offen, zertrappelt. So. Oh nein. Der stirbt einfach nicht. Wo bin ich hier? Ah, okay, ich schieß weiter. Ich bin nicht nah genug. Das Ding muss doch irgendwann kaputt gehen. Jetzt geht's. Okay, sie. Das Ding muss doch super. Irgendwann kaputt gehen. Jetzt geht er kaputt. 3, 2, 1 und wieder nichts. So eine Scheiße. Ich schau jetzt. Jetzt verreck doch endlich mal. Also geht das nicht kaputt? Ich bin tot. Das geht. Nein, du bist nicht tot. Bist du tot? Oh Gott, hau ab, du hast zu wenig. Oh nein. Aber es sind nicht so viele. Du kannst sie einzeln so wegpicken. Und dann hast du ja auch ein bisschen Regenerierungszeit. Ich checke mal den Chat. Ey, das Spiel macht einen so fertig. Man ist komplett hektisch. Fühlt sich nie sicher. Vor allem. Ja, sehr gut. Jetzt wirklich noch irgendwie zu dir rüberzukommen. Aber. Alter! Wo kam denn das her? Das sind halt die Helmuts. Die haben so einen krassen Bums. Das geht einfach nicht. Die Mann! Erwischen dich einmal und das war's dann. Oh, das ist wirklich. Wir hatten's doch eigentlich. Wir waren doch eigentlich durch. Und das war normal.
Ja, nicht so gut, Simon, ne? Müssen wir auch schaffen. Dann nehmen wir jetzt, nein, wir, zugunsten der Zuschauer nehmen wir jetzt mal was anderes und zeigen mal eine andere Mission. Ja? Ja. Okay. Und aber zwar ich will die, jetzt ich will die noch schaffen, wir müssen die ja noch machen. Ja, ne? Aber okay. Hier müssen wir arbeiten. Zu Hause kannst du dir deinen Scheiß selbst erspielen. Nein, also wir haben jetzt den Fall, dass es für uns zu schwer ist, weiterzukommen. Deswegen gehen wir nochmal in einen der früheren Level. Ist das hier mit Teilen und spielen die nochmal in einer Stufe härter durch. Was? So? Nee, auf keinen Fall nicht. Das dann sag mir wo. Startmission. Startmission da auswählen. Ja, ja. Okay, dann. Und wir versuchen quasi noch eine stärkere Waffe zu bekommen und dann dieses Level nochmal, ne? Mhm. Wir versuchen jetzt aber Takedown auf Hard. Das wird auch Takedown, heftig. Welche ist ein Takedown? Das ist die mit diesen UFOs, die Ameisen ausspucken. Okay. Genau so wird die Apokalypse ablaufen. Riesige UFOs kommen und spucken riesige Ameisen aus. Das ist halt nicht für uns genauso realistisch wie andere Sachen. Könnte alles passieren. Aber jetzt haben wir die guten Waffen. Letztes Mal hast du die mit einem One-Shot runtergeholt. Das Prinzip ist dasselbe, unten reinschießen. Hast du Hard oder Hardes eingestellt? Nee, nur Hard. Okay, gut. Ich mag's nur Hard. Ja, es wird nichts. Ist das denn diese Mission eigentlich die... Da können wir die Raumschiffe, glaube ich, nicht kaputt machen, kann das sein? Die werfen nur ihre... Ach du Shit, war das die? Ich glaube, die werfen nur ihre Ameisen ab und dann... Dann habe ich vielleicht die falsche ausgewählt. Ja. Es gibt nämlich, genau, es gibt zwei verschiedene damit. Egal, machen wir die. Ist doch egal. Ja. Wir spielen sie so oder so auf Hard. Also wir müssen ja trotzdem fette Waffen einsammeln. Darum geht es eigentlich. Deshalb spielen wir sie. Ha! Kann man da reinschießen? Doch, man kann reinschießen. Okay, wir können die kaputt machen. Man kann reinschießen, aber ich glaube, sie gehen echt nicht kaputt. Okay, aber sie explodieren. Also innen drin, meine ich. Ja, das... Genau, sowas machen wir aber. Ja gut, okay, dann. Dann erstmal die Ameisen. Bisschen blöd, dass die so zerstreut sind und diese... Die hängen auch immer in diesen Häusergassen fest. Du kannst die nicht so richtig mal in der Gruppe wegspratzen. Ja, es hilft wirklich, wenn man fliegt. Aber gleichzeitig hat man dann so wenig Energie und... Naja. Aber das ist auf jeden Fall meine neue Lieblingswaffe. Waffe. Wir könnten auch, glaube ich, deutlich taktischer zusammenarbeiten und die so wie in Starship Troopers auf einen Haufen schießen. Ja, eigentlich schon, ne? Dass wir die so einkesseln. Ja. Wir könnten es besser machen, aber es geht ja auch so. Geben wir auf. Oh, noch eine Waffe, guck mal! Ui, juhu! Ding, 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 ding. Noch eine Waffe. Oh. Ameisen. Wo? Zu viele Ameisen. Oh, ich sehe keine. Eieieiei. Hat auch so ein bisschen... Brauchst du Energie? Guck dir an, das ist ein Ball an Gedärmen hier vor mir, den ich vor mir schiebe. Den Insektenball. Wow. Hört ihr das, USK? Wir haben Spaß daran und keine Angst, das zu sagen. Den hattet ihr euch doch letztes Mal angelegt, oder? Nein. Ja, angelegt auf freundlich angelegt. Was? Ein die waren Battle super, ein, super cool. Und, ein Beef-Dissen war es, ja? Okay, genau. Und die haben uns mega abgezockt. Die haben uns richtig fertig gemacht. Echt, haben die gewonnen? Wir haben uns sowas von, wir haben noch nie so schlecht verloren. Das ist jetzt schade, das ist eigentlich ein bisschen Spoiler. Tut mir fast leid jetzt für alle, die das vielleicht noch sehen wollten. Oh. Aber auch die Größe des Verlierens ist auch durchaus. Ja. Ja, krass. Aber es war sehr schön, hat echt Spaß gemacht. So. Oh! Wir schaffen das gerade. Meine! Das ist so viele Waffen, das ist wie Weihnachten. Oh. So, mal kurz gucken. Was sagt der Chat? Schneidzeit. Ja, hört auf. Jetzt werde ich schon wieder verarscht mit meinen schlechten Antworten vom Chat-Ray. Ach, war das ein Reim auf Zeit oder Nein, was? Ja, so habe ich nämlich die Frage auch verstanden. Reime auf Zeit. Mhm. Habe ich Schneid gesagt. An sich okay. Aber auch schon da nicht die Top-Antwort. Weißt du, was die eigentliche Frage war? Was endet mit Zeit? Nenn ein Wort, das mit Zeit endet. Oh. Und dann natürlich sowas wie Endzeit. Ja. Aber nein. Simon sagt Schneid. Und daraus wurde Schneidzeit. Komisch, ich glaube, ich hätte fast auch sowas gesagt wie Schneid. Ja, sogar finde ich ja toll, dass so du... Auf ersten Sekundenbruchteil, er hat Schneid. Also mir haben wohl Leute auch gesagt, ich habe es aber mir nicht nochmal angeguckt, dass
die Frage sich auch so anhört, mhm. wie, was reimt sich auf? Ich kann es nicht ganz verstehen, wie das dazu kommen konnte. Mhm. Naja, das war Chatuel. Also bis jetzt ist alles okay. Ist nicht so schwer. Und das ist hart jetzt? Das ist hart, ja. Das ist einfach, ja. Es war aber auch schon, finde ich, auf normal eine extrem einfache Mission, als wir die vorhin gespielt haben. Mhm. Man muss ja wirklich nicht viel machen, außer rumlaufen und die ganze Zeit die Waffe drücken. Ich mag ja schon die Mission lieber, an denen wir auch verrecken. So ja, die ja bei, wie eben, wo wir kämpfen, wo man ein bisschen müssen, taktisch, ne? Kämpfen müssen. Zumindest, da ist man einfach was die Zerstörung angeht. Da ist viel mehr auf dem Spiel, ne? Das ist einfach... Ja, das ist einfach. Ich muss sagen, hart ist eigentlich auch jetzt eher mein Lieblingsschwierigkeitsgrad. Mhm. Weil wir auch vorhin so einen Spaß hatten mit dieser einen Mission und auf normal war die dann so völlig unspektakulär. Ja, das ist, man gewöhnt sich dann. Die laufen ja auch viel schneller, die stecken viel mehr ein, die brauchen nicht so viel, um dich wegzuspassen und automatisch spielst du dann auch vorsichtiger. Du bist dann nicht mehr so kamikaze-mäßig und so wie ja. wir jetzt spielen, weißt du, so, oh ja, jetzt mal, ist ein bisschen rumfliegen, mal gucken, ja. wo wir was wegspratzen und so weiter, dann sag mal, haben wir wirklich hart genommen? Ja, muss wirklich sein. Also ich wundere mich auch gerade. Ja. Wenn das jetzt normal wäre, würde ich mich überhaupt nicht wundern. Wäre völlig in Ordnung. Ja, ja. Aber das ist hart. Ich kann mich erinnern, wir sind normalerweise mit einer Ameise schon manchmal überfordert gewesen auf hart. Wenn sie zumindest mal spuckt. Es ist aber manchmal auch schwierig einzuschätzen, denn mit einem Schwierigkeitslevel so die Waffen, die... die werden ja auch immer krasser und stärker. Ja, das stimmt, wir haben krasse Waffen. Und jetzt. Dann ist relativ dazu, ist dann alles auch wieder anders. Was ich toll finde an dem ganzen Franchise, dass man sich wirklich auf die Waffen auch konzentriert und es simpel hält, viele große Insekten, gleichzeitig noch diese Waffen. Auch die Steuerung. Also du brauchst ja nicht mehr als die beiden Trigger und vielleicht noch X zum Nachladen und das war's auch. Ne? Oh, guck mal, wie er sie ausspuckt. Ey, das UFO qualmt sogar. Ich könnte mir vorstellen, man kann es kaputt kriegen. Es qualmt? Ja, schau das an rechts. Na gut, okay, dann lass uns doch mal drauf ballern. Oh, eröffnet den Schlund, um eine neue Ameisenkolonie auszuspucken. Das geht ja auch schon. Ah, oh, es ist kaputt. Alles klar. Ha, nimm das, riesiges UFO. Wir sind doch doof, ey. Shit, man kann sich doch kaputt machen. Das ist jetzt so ein bisschen One Punch Man oder Independence Day, wenn das Ding runterkommt. Man fragt sich, okay, warum habt ihr es überhaupt runtergeholt? Das richtet nur noch mehr Zerstörung an. Guck dir das an. Nein! Okay. Es ist wirklich nicht möglich, gleichzeitig in den Chat zu gucken. Mann! Versuch's immer. Mal gucken. Oh, schau mal, sie haben tatsächlich unsere Bilder mittlerweile eingepflegt. Ja. Sehr schön. Muss man auch mal sagen, ihr wisst gar nicht daheim, ihr denkt, da werden da zwei Knöpfe gedrückt. In Wirklichkeit muss man da wirklich den Frame ausschneiden und das irgendwie vorbereiten mit einer Maske und richtig Mühe investieren. Insofern, danke an die Regie für diese coole Aktion. Danke. Ihr seid meine Lieblingsregie. So, hier sind Waffen. Willst du die haben? Obwohl, wir haben dieselbe Klasse, dann ist ja, egal. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich hab mich irgendwo reinbuxiert. Ich werd angespuckt. Fehler. Wenn sie einen dann manchmal festgesetzt haben. Zweiter Transporter ist down. Oh. Es hört aber auch nicht auf. Wir haben noch einen am Himmel, oder? Ist das noch einer? Ja, den hast du schon. Ja, da ist tatsächlich noch einer, der spuckt gerade rum. Der hat aber gerade aufgehört. Hat aufgehört, okay. Hui. Oh, shit. Einmal alle her. Das ja, sind das aber... die sind von dem. Einfach mal im Kreis und schießen. Ui, das sieht aber geil aus. Ich gucke mir das gerne an, ne? Wie das Raumschiff da runterkracht. Das ist toll. Ah, Bombs. Große Dinge, die zerstört werden. Boom. Hat eine gewisse Fassung. Ui. Das mache ich. Große Explosion. Oh, durch Zufall bin ich direkt vor einer Waffe gelandet. Das gefällt mir. Ups, falsche Sache. Was okay, macht das Raumschiff? Sieht gut aus. Was macht das Raumschiff? Ich habe nicht drauf geachtet, ich habe die Ameisen erledigt. Ist das Raumschiff noch? Da ist es. Okay, wo ist noch was? Ist auf, geht auf, geht auf. Okay, wo ist es? Da. Geht auf, geht Shit, auf. Ich bin ein bisschen weit weg. Geht auf.
Okay, einmal konnte ich treffen. Jetzt kommt mein Laser. Lade auf. Oh, ich habe getroffen, ja. Immerhin. Okay, vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal runter. Aber das schaffen wir, ne? Das schaffen wir hier. Ich guck schon mal nach Waffen. Ah, okay, sehr gut. Oh, es geht gleich down. Ist wieder auf? Das rieche ich. Ja, schön. Oh, lass mal beide die Kamera draufhalten. Oh, toll. Ich versuche eine Vogelperspektive hinzukriegen. Seht ihr das, Aliens? Das ist exakt das, was passieren wird, wenn ihr euch mit gigantischen Riesenameisen mit uns anlegt. You wanna fuck with us? Ey, ich hätte gern so Anzüge. So diese Jetpack-Anzüge. Das ist schon ziemlich cool. Das hat man immer schon von geträumt. Es gibt die ja auch mit Wasser, ne? Hast du das mal gesehen? Auf so einem See? Alter. Dann haben sie so Jetpacks mit so einem ultraharten Wasserstrahl und der hält sich auch in der Luft. Ach ja, ja, ja. Das ist so der neue Trend gerade für Leute, die zu viel Geld haben und ja, noch jung sind und deren Körper noch nicht verrottet sind von innen. So ein Wassersportding. Ja. Oh, da ist noch eine Waffe. Mission. Oh, krieg na, du kriegst sie nicht mehr. Du kriegst sie nicht mehr. Das sind, oh, oh, gute Sachen dabei. Oh, also vom Level her. Level 25. Plasma-Launcher, gut. Thunderbolt, find ich okay. Laser-Lance. Ah, ich glaube, der hat Homing-Funktion. Ja, die probieren wir gleich auf. Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für die Werbung, ne? Ja, machen wir auch zeitlich nämlich jetzt. Wir haben 7, deswegen machen wir kurz Werbung. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, Moment, wir müssen, glaube ich, noch warten. Guck mal, die sind doch völlig überfordert von uns. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu früh. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh. Ah, machen wir noch gar keine Werbung? Ach komm, wir machen einfach. Ich muss nämlich echt dringend aufs Klo.